willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin in einem Game zusammen mit. Boah, ich keine Ahnung, ich sehe eure Namen gar nicht mehr, wenn ich. Holy shit, das ist ja super behämmert. Shizulu, Silas, Denzen und. Anesti. Genau, Anesti. Und ich spiele noch Gameplank. Ja, ich habe die Kamera jetzt erstmal unten links hingemacht. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das mit der Kamera machen soll, weil irgendwie ist das ziemlich. Hook! Steady Batch! Hook, Hook, Steady Batch! Drei Hard. Rip. Der Heal. Lol, ich hab einen Tor. Oh lol. Oh oh. Du bist tot. Hat niemand gesehen. Wow. Hat niemand gesehen, ne? Ihm? keine gute Idee. Ich bin tot. Er ist halt auch noch hier. Rip. Alter, kalkuliert. Ist das, Main? Ja, Main. Will der hier zu mir flashen? Ich seh den Easy. Alter. What? Ich kann nicht back, ich muss bleiben. Alter, dieser neue Announcer, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber mich kürzt der richtig an. Ich finde den super, also, sweet. Der geht mir richtig an, sagt der Announcer. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ich die Kamera platzieren soll, weil ich bin mir da noch nicht so sicher. Vielleicht ein bisschen weiter links noch. Das wäre dann so. Vielleicht noch ein bisschen kleiner machen auch. Interface mal ein bisschen runterskalieren, ne? Aber dann bin ich halt so mitten im Bild, ne? Ach, keine Ahnung. Schreibt's mal einfach in die Kommentare und dann gucken wir mal. Ach, man sieht halt echt keine Namen mehr, wenn man Tab drückt. Das ist ja richtig. Ja, dumm. Das ist super dämlich, keine Ahnung. Das finde ich am dümmsten, dass du keine Namen mehr siehst, nur wenn du mit der Maus drauf gehst, ey. Das ist ja cool. Und der Dancen nicht mal am Leashen hier, ne? Alles muss ich alleine machen. Super hohl. Achso, lass mir den bitte. Nimmst du den? Ja, ja. Ja, wir werden mal gucken. Der neue Gameplank ist eigentlich ganz lustig. Aber, naja. Toll. Ich kann nicht garantieren, dass ich mit dem direkt rasiere. Weil der ist ein bisschen tricky zu spielen. Das Early Game finde ich nicht mehr so stark. Er hat mich gerade gekrittet. Reicht mit ihm. What? Ja, mit 127 Damage gegeben. Ein Ruf? Ja, ich bin noch Level 1. Jetzt aber nicht. Oh, what? So, ein Mini gemisst. Lol. What? Okay. Wood. Alter, die Mucke, ne? Ist super, ne? Direkt ausgemacht. Find die richtig dramatisch. Alter, der macht einen Doppelhit direkt, ey, komm schon. Ah, oh, der hat einfach fucking Ignite mit, das hab ich nicht gesehen, ey. Aber ich muss echt erstmal auf das neue Interface klarkommen, ey, das ist super heavy. Also, das mit den Namen finde ich jetzt schon zum Brechen, wirklich. Das finde ich jetzt schon übel zum Brechen. Der hat nichts mehr, Anesti. Ich hab's sofort wieder eben. Alter, was sagt der? A present for the slaughter horse? Alter, da kannst du ja auch was ganz anderes verstehen. Naja. Ja, der neue Gameplay ist auf jeden Fall ein bisschen tricky. Alter, was macht ihr da? What? Geht denn da unten an? GG, ja, wir haben Spaß. Ich glaube, er wäre schon noch weggekommen. Wo ist mein Gold? Ach, hier unten in der Mitte, Alter. Verwirrend alles. Muss erst mal checken, was abgeht, ey. Das ist irgendwie echt ein bisschen verwirrend am Anfang. Die Mates dann ganz unten rechts über der Minimap. Aber siehst halt auch Ult und wann die Ult haben und so, ist mega gut. Wie, wann echt jetzt? Ja, da ist halt so ein Kreis sonst und der dreht, also der wird dann so ein Kreis. Hey, ernsthaft? Ja, ja. Bei den Ults auch? Wenn wir gleich sind, wenn wir landen. Nee, ich glaube, da ist nur der grüne Punkt in der Mitte wieder. Ich glaube, das ist der Death Timer. Wieso? Bist du verwirrt? Nee, ich weiß nicht. Heute im Aram, ich bin mir nicht sicher, ob das da so war. Aber ich glaube schon. Aber nur bei deinen Mates. Ja, das ist logisch. Nennt halt. Komm, Herr Pellig. Ich hab Exhaust. Warum? Komm da. Nice. Wow. So, der Lab. Irgendwie ist das echt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, welcher Itembild mit Gangplank jetzt am meisten worth ist. Das wollt ihr leider auch nicht sagen.
Ich glaube, dass wahrscheinlich ein Tankplank gar nicht mal so bad ist. Da kannst du sehr gut mit dem E arbeiten. Das, was beim E halt richtig krass ist, ist, dass der Damage, den du damit machst, einfach 60% Armor ignoriert, ne? Mindestens. Übel sick, ey. Keine Ahnung, das ist echt krass. Er ist mit der Kale, ne? Okay. Obere Seite. Da ist sie. Fertig. Okay. Ich bin nicht da. Master Yi ist aber da. Aber schon Kill ist ein bisschen low. Weiter Power Farm. Ich kann definitiv auf den Lucian einfach drauf springen. Ja. Ich habe auch Hold Up, ne? Also die Flash haben. Ja. Nimm wir dich. Nimm wir den, ja. Wenn ihr euch gerade fragt, warum ich immer mit dem diese Keck abschieße, wenn man mit dem das E mit dem Q angreift und Minions damit tötet, kriegt man für alle die Passive. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Top Keck? Ja, Top Keck. Oh. Sollte man dann halt auch hinkriegen. Alter, was ist denn da unten los, ey? Da das musste der komplette Feed fest. Achtung, ja. Katus ist Level 6. Aha. Oh. Lol. Aber mein Damage ist zu hoch. Komm back, wenn du willst. Yes. Ja doch, guck jetzt über Echo ist ja so ein Kreis. Also ist da, kann man ablesen, wann er gleich Ulti hat. Was für ein. Ah ja, verzeihung. Ja, stimmt. Okay, das, gut, da muss aber schon. Was Kreis wo? Da muss aber schon sehr genau hinschauen. Ja, aber weil es ja halt gerade erst. Ganz ja. Was für ein Kreis? Da lädt doch was auf bei Echo. Wo eigentlich die Ult ist. Bei Echo, wo die Ult ist? Ja, wo eigentlich der grüne Kreis ist. Da ist doch was Blaues jetzt und das lädt auf. Nein, rechts über der Minimap. Ach da! LOL! Der Tänzen, Alter. Ich muss aus. Alter, dieses Interface, ey. Das ist, ah, das ist die ersten Tage, wird das echt Cancer sein, ey. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß also nicht, ob mein Trinket ab ist. Ich finde. Wo ist das Trinket? Ja, das ist genau bei den Items. Das sieht so aus, als würde das dazugehören. Bult. Voll merkwürdig. Lol. Da war wie mein Linter nicht rausbekommen. Mit Lane Smith. Ich weiß nicht. Wo kann ich denn meine Stats sehen? Kann ich die überhaupt irgendwo noch sehen oder ist das irgendwie? Bei der Minimap auch. Ul 02, okay. Das ist ja also wirklich, das ist echt komplett Käse irgendwie. Dies. Also, ich muss sagen, ich finde das Interface an sich eigentlich ganz cool, aber so mit Season reinzurollen ist halt übelster Fail. Keine Ahnung, davon halte ich nichts. Ich finde auch, die Summoner Spells sind viel zu klein. Oh, fuck. Oh oh. Sie. Oh oh. Oh, Alter. Knapp. Not even close. Mal denn, du warst schon godlike, Mann? Ja, ja. 7-1. Keine Ahnung, was da los ist. Du hast die ersten beiden Kills bekommen, ne? Ja, ja. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn man wahrscheinlich den Q maxt danach. Den W maxt. Zweites. Was habe ich denn? Mein Farm 65. Was hat denn der Master Yi? 57. Tja. Aber ich hab festgestellt, dass Gangplank halt im Late Game echt strong ist. Also da rasierst du echt durch. Gerade mit dem Fass, Alter, da machst du so viel Damage. Echt? Ja. Das ist schon echt sick. Ich ess meinen gleich auf. Aber es ist echt cool mit den Ults und mit den Summoner Spells. Ah, das sieht cool aus, ne? Siehst du das auch? Ja, tatsächlich. Ja, auf Tab. Aber nur bei den Verbündeten, ne? Ja, ja klar. Sonst wär's auch. Nee. Das ist ja OP. Da müsst ihr gar nichts mehr timen. Ja, Drake musst du da zum Beispiel auch nicht mehr timen, oder? Nee, schon auch nicht. Nee.
Das ist zum Beispiel auch so. Da frage ich mich halt auch, was soll das? Ja, im Endeffekt hat es ja eh jeder getimed, wenn man getryhardet hat. Ja, aber bei Baron war das halt echt schon. Ja, gut, bei Baron. Wenn man das nicht die Baron gemacht hat. Ja, das ist halt schon irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung, das zeigt mir, dass die irgendwie momentan das ein bisschen zu casual machen. Weißt du? Ich meine, klar, wenn man das Game vereinfachen will, ist gut, ne? Aber ich meine, dass du jetzt nicht mal mehr den Drake timen musst. Selbst wenn die den Sneaky ohne Vision machen, das ist schon ein bisschen Panne, oder? Aber gehört hast du ihn ja eh. Ja, ich finde es ja, gut, aber nur wenn er auf der Lane. Haben. Nur wenn er auf der Lane war, ne? Also nur wenn du Vision hattest auf den Gegner dann. Und da musstest du ja irgendwie ein bisschen abschätzen können, wann der, wann die den gemacht haben, ne? Alter. Was hab ich den sofort angezeigt bekommen? Huch. Das ist halt die Sache, ey. Silas hat einen DC-Typ gekillt. Wow, und Silas. Shame on you, oh Silas. Gott, ey. Der Katus ist 0,5? Bitte mal Shame in die Kommentare. Ja, wenn er jetzt den ersten DC hat, dann kann ich was ist wissen. Denn mit dem? Der hat 0,5? Ja. Der ist ja komplett out of the game. Also, der, wat ich, also ich hoffe, dass der Riot nochmal ändert, dass man die Namen anzeigen kann. Alter, cool. Du kannst ja sogar im Scoreboard die Leute ändern. Echt? Tatsache. Oh, geil. Alter, what? Oh, stimmt, ja. Ja gut, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann kannst du wenigstens die Jungler und alles auf eine Höhe ziehen. Ja. Da kann ich meinen Top-Laner direkt zu mir ziehen und so. Das ist eigentlich nicht schlecht. Kannst du direkt vergleichen mit Flame, die geht. Und der guckt, aha, der hat weniger Farm. Ja, kannst direkt los Flame. Ist perfekt für League. Komm mit, Anessi, der will die Krabben machen. Doch, besagt, er macht sie gerade. Schnell! Nein! Dafür müssen wir ihn töten. Okay. Ich muss sagen, du kannst aber echt eine Menge Gold harvesten, Alter, mit dem Gangplank. Das ist krass. Double Kill. Das Sanas kommt dann übel stark. Ja. Könnte sein, dass Katus hochkommt, ich weiß nicht. Wenn du Balls hast, kannst du reinspringen und nimmst immer mit. Und kommst, wenn du Glück hast, raus. Ja, kommst immer raus. Wenn du ihn mitnimmst, hast du ja wieder einen Reset. Ja, aber meistens im Flug oder sowas, wie es dann gibt. Und du kannst halt mega krass pushen. Bereit für Silas? Ja. Warum halt die ganzen Minions beim Pushen mit, die unterm Dach stehen? Ich kick den mal zurück. Den erfolgreichen Gang muss ich hexen. Doch. Nein, den brauchst du ja nicht. Lol. Nice. Hupsi. Also man hat gesehen, ne, wenn man das Fass anballert mit Gangplank, ey, dann machst du schon echt Tons of Damage, ey, das ist... Wollen wir turn? Und euch ziemlich heavy. Vor allem, weil der Sheen Proc auch noch ausgelöst wird, das ist ziemlich heavy. Nee. Oh. Aber... Reicht nicht. Good job. Oh, scheiße. Na, das war doof zu turnen. Oh, du lebst? Hier ist der Krabbe. Ult. Hab sie mir. Habt ihr schon rausgefunden, welches für ein Gangplank am besten ist? Welcher Upgrade? Alter, der Chizulo. Alter. Der outplayt sie beide, Alter. Ich glaub da nicht. Fresh Main oder was? Natürlich. Ich bin alles Main. Oder habt ihr überhaupt schon mal Gangplank gespielt? Einer von euch? Nee. Nur im Videos gesehen. Ja, kurz mal im Custom. Na gut, Custom ist relativ irrelevant eigentlich. Wow. Weil mich würde interessieren, welche Ult halt am besten ist, ne? Weil ich glaube nämlich, dass dieser Cannonball ziemlicher Crap ist eigentlich. Ich meine, die Idee dahinter ist cool mit dem 300% True Damage, aber der kommt halt so delayed, ne? Du musst den halt irgendwie stunnen oder so. Kommt der nicht als erstes? Ne, ja, der kommt als erstes, aber delayed halt. Der braucht ein bisschen. Ich glaube, dass zum Beispiel diese Race Moral am besten ist. Aber du kannst ja mehrere kaufen, oder nicht? Ja, aber als erstes würde ich Race... Ja, aber du kommst wahrscheinlich nur dazu, zwei zu kaufen. Weil ich hab jetzt gerade mal 450, ne? Dann komm mal hin. Können wir den Master Yi töten? Ich kenn das Item nicht, also ich jetzt einfach... Oh geil, sickes Bro hier. Ups. Wann haben wir 1000 Stacks? Einfach, wenn ich in der Nähe bin von dir hin. Na, wenn wir farmen und Enemies killen, glaube ich. Okay. Dann kannst du das aktivieren, oder was? Ja, mit 1000 Stacks oder was, ne? Boah, Leute, das brauchst du ja ewig, oder? Nö, guck mal, du kriegst alle 0,5 Sekunden kriegst du einen Stack. Damit du immer Minion killst und so Shit. So, ich kann Ult. Kaufen. Lass mal ist sogar schon 90. Ja. Lass mal top gehen. Ja. Komm mit. Und das ist halt mega stark, ne? Ja.
glaube, je näher man aneinander dran ist, umso schneller geht's, oder? Oh, 100 Stacks. Ach nee, mit 100 Stacks hätte ich schon eine Fähigkeit machen auf dich. Ja. Was bringt das dann? Ich krieg mehr 50% Crit. 50 Sekunden, Alter. Holy shit. Ich krieg halt, also für einen Teamfight ist das so OP. Wo? Oh. Alter, hier ist ein Ding. Hier. Vanessi, sag doch was. Armer Boy. Rest in Pepperonis, Alter. Ja, der Drache hat mich gekillt. 800 Schaden durch Dragon bekommen. Und dann kamen sie an. Ich mach den Drake, kein Ding. 2800 Gold noch in der Tasche, ich hab mein Item eh gleich. Weißt du, was ich ein bisschen doof finde? Du musst jetzt immer Tab drücken, um zu sehen, wie viel. Ja, oder du guckst es halt unten in der Buffleiste wegen dem Drake, aber. Ist irgendwie ein bisschen. Bisschen weirdo. Sucky. Ich denke mal, dass das Update von Gangplank nicht allzu viel bringen wird. Damit der Champ Meta wird. Mal sehen. Vielleicht finden die noch irgendwas raus. Haben die was an den Base-Stats geändert? Ne. Du hast halt weniger AD jetzt, ne? Weil der EH gibt keine AD mehr. Das ist halt so eine Sache, die ich ein bisschen doof finde. Ja, wer ist Item denn? Aha. Kann man machen? Ja. Komm mal. Wow. Lol. Alter, ich kritte nur noch? Ja, ja. Hast du wahrscheinlich dann noch 100% Crit fast, Boah. Ist das sick für wie lange? 6 Sekunden. Oh nein. Oh. 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 Da kommt der Heal! Oh, der Danzen? Leute, kommst du da echt weg? Ja, ja. Nein. Oh, fuck, Mann. Schön zusammen das gezogen. Mhm. Merrick, ich komme! Bin da. Bin da. Ach komm, komm alle weg. Kein Slow. Lauf! Gott. Oh. Alter, ich hasse das so sehr, ne? Warum kann man da nicht draufdrücken, Alter, wenn da jemand draufsteht, ey? Oh. Du weißt ja noch, wie taunted, glaube ich, am Anfang. Ja, aber ich konnte auch nicht draufdrücken, ey, weil der Shen sein Model zu dick ist. Hm. Ah, ich hab den. Man kann das jetzt auch hier so umschalten, ne? Dann kann man das direkt aus. Oh, das sind wirklich. Tick Damage, Alter. 20% CDA. Silas! Da wird man es auf jeden Fall erst ein paar Tage brauchen, ey. Oh. Alter. Wow. Wow. So, ich hab mal Raze Moral gekauft, dass wir 30% Movement Speed bekommen mit meiner Ult. Ist, glaube ich, gar nicht mal bad. Gerade wenn du engaged, glaube ich, ziemlich cool, weil die Ulti dann slowt und gleichzeitig noch Speed bufft. Was quasi dann Doppelwurf ist. Ja. Weil diese komische Ult hier von wegen, dass du über Zeit mehr Rate of mehr Fire Rate hast, da musst du halt übelst lange auf einem Fleck kämpfen. Das ist halt irgendwie richtig Pansen. Wahrscheinlich gut mit Vega oder sowas, irgendwo, wo man halt einen Bereich fighten muss. Oder ja. Javan. Ja. Aber Javan könnte ja dann auch wieder dicke Kugel gut sein, würde ja dann auch. Ich weiß nicht. Hallo Perrick. Das ist halt,
Es ist halt trotzdem so, dass ich irgendwie ihn versuchen muss, mit meinen Spells zu outplayen und Master Yi braucht nur Rechtsklick drücken, ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung. Du musst auf jeden Fall kiten können. Du musst immer rein und rausgehen aus dem Fight. Hast du automatisch jetzt höhere Crit-Chance? Irgendwas hat jetzt so ein Bling gemacht. Oder ist es einfach nur, dass ich das erreicht habe? 40% habe ich Crit. Best Crit Rampage, was meinen die damit? Bei dem Item? Dass du dann 600 Damage mit dem Item gemacht hast oder was? Oder ja, wie oft du euch hintereinander gecrittet hast. Deine Schaden zusammengezählt wahrscheinlich. Oder also, oh. Ich hier weg. Komm mit. Wahrscheinlich ist der Tankplank echt noch am besten, ne? RIP. Diese Mucke, Alter, es ist so lustig. Passt richtig gut zu Gangplank. Toll. Wow, Damage. Hat er gekrittet? Wie sich das anhört, wenn er die Orange schnabuliert, Alter. What ja, the ne? fuck? Hey, was frisst der denn für Orangen, Alter? Echt, ey. Die sind richtig juicy. Ja, die sind richtig juicy. Juicy Oranges. Wollen die gar nicht dürfen? Wow. Ja, dann kannst rein, ich kann das machen. Go! Go. Oh, warte, ich hab noch. Oh mein Gott. Oh lol. Wow. No, dieser Echo Main? Ja. Lol. Ich hab den auf Range gekillt mit meinem Fass. What the fuck? Das ist natürlich. Ja, das Schlimmste da an dem Spell ist halt echt, dass der Rüstung ignoriert. Na, 60%, Alter, das ist super viel, Mann. Und dass er halt noch die Hitmarker mitnimmt. Ah. Boah, Alter. Your team's slain a dragon. Komme. Aber Damage macht der schon wieder? Keine Frage. Ich finde, weißt du, was ich richtig schlimm finde an dem neuen Interface, was es richtig nervig macht? Dass die ganzen Icons von Armor, Magieresistenz und so geändert haben. Ja. Du musst halt, wenn du die Stat-Dinger öffnest, musst du erstmal 10 Jahre suchen, damit du überhaupt den richtigen Stat findest, Alter. Das ist halt richtig stupid, ne? What? Ja, kennst halt die Stats nicht auf Anhieb, ey, das ist schade. Ich hab ne Ult ready. Und dass die Ult von Gangplank nicht mit AD skaliert, ist irgendwie albern. Ja, man kann können. Auch ihn auf AP spielen momentan, glaube ich. Ja, aber skaliert doch nur ein Spell mit AP. Drei oder nicht? Ja, die heilen ja, aber das ist ja. Keine Ahnung. Ja, wenn du ihn auf AP Chang spielst, ist er mega fein, glaube ich. Meinst du? Also, das hatte ich schon gesehen. Und dann bauen die wahrscheinlich diesen komischen riesigen Kanonenball da, ne? Der dann 300% Shoot-Damage macht, ne? Das weiß ich nicht. Oh, aber das wäre dann halt auch wieder richtig dumm von Riot, ne? Wenn die wirklich einen Champion reburgen und dann wird der erstmal komplett anders gespielt direkt als allererstes. Das wäre halt irgendwie komplett am Sinn vorbei. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Hm.
Oh, ich meine, sowas kam zu spät. Ja, keine Ahnung, was sollst du dagegen machen, ne? Ich hab schon Frozen Heart, aber irgendwie ist das irrelevant. Fuck, das hätte ich nicht gegen können. Alter. Alter. Oh, oh, der stirbt nicht. Oh, das kann nicht sein. Oh no. Ja, ich glaube, der Gangplank wird relativ schnell aussterben. Mal sehen, das machen wir auch noch. Okay. Aber ich hab keine Ult mehr. Nein! Wo ist denn nicht, wo er rauskommt? Geiler Bait. Master Yi, machen wir doch. Enemy Double Kill. Richtig gut. gut gebaitet, Silas. Wollen wir mal einen Nasher machen? Ja, lass mal Nasher machen. Müssen wir dann mal eine riesen Kanne Tee kochen, da hab ich jetzt Bock drauf. Also, was ich, so was ich auf jeden Fall sagen muss, ist bei dem Interface mir gefällt, ist, dass du die Leute einzeln verschieben kannst. Das siehst du halt auf, direkt auf Anhieb, wenn du Tab drückst, genau oben auf der Top-Lane, da habe ich jetzt Master Yi oben hingeschoben und mich, sehe ich halt direkt, was abgeht. Wow, was denn machen? Können wir ja mal machen? Ja. Tja, irgendwie. Baron Nashor. Enemies sind hip. Also, habt ihr das schon mitbekommen? Im deutschen, in der deutschen Synchro ist das irgendwie die Stimme von Mr. Krabs, ey. Echt? Ja. Ein Grund auf Deutsch zu stellen. Ja, ohne Witz. Das ist der einzige Grund auf Deutsch zu stellen, ja. Der Englische ist auf jeden Fall ultra nervig, finde ich. Keine Ahnung. Ich mag den englischen Announcer überhaupt nicht. Oh, der Insekt. Insekt Main. Lol, von der Minion hier. Alter, der Anesti. Wow. Oh. Ja, 50 Gold. Gut, dann ja, würde ich sagen, was war's für heute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Interface haltet und schreibt mal rein, wo ich die Kamera hinsetzen soll und wie ihr zu Gangplank steht. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Gangplank ja dadurch nicht häufiger gespielt wird. Ich denke am Anfang vielleicht schon, aber der ist immer noch höchstens auf Tank vielleicht, aber ansonsten Damage zu bauen macht halt überhaupt keinen Sinn. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein! Oh.